Komm, die Goldmünzen, jetzt könnten wir hier... Packen wir jetzt ein paar von den Schwächeren rein. Hab ich gerade schon gesehen. Was sind sie denn jetzt? Hier. Und die können wir dann noch ein bisschen aufleveln. Gut. So, jetzt haben wir die. Jetzt kommt wieder ein Angriff. Der aber recht überschaubar ist. Okay, die wollen es jetzt wissen. Könnte natürlich auch die mittelweit entfernten Gebäude leeren. Dann hätte ich dann hier mehr Puffer. Wäre auch eine Möglichkeit. Wir holen uns jetzt erstmal das Teil hier. Greift schon wieder an. Okay. Hier kommt noch einer. So, dass ich mal ein bisschen ermüden. So viel wird er ja nicht mehr haben, ne? Das ist zumindest... Geht's bergab. Komm schon, mach den. Danke. Geht jetzt mal hier was rein? Ja. Oh, kommt der nächste Angriff. Die wären aber auch nicht fertig hier, ne? Was haben wir denn jetzt hier für 1000 Nachrichten? Keine weiteren Steinbestände. Wir haben es eingenommen, eingenommen, angegriffen, verloren. Verbraucht. Machen wir mal das hier. Nein, naja, egal. So, wir haben das eingenommen. Wir werden angegriffen. So, hier sind jetzt überall drei drin. Und jetzt schon wieder hier angewackelt. Und mit diesen Lahmen hier. Das ist ja dann auch nicht besonders spannend, ne? Wir werden angegriffen, ja. Sehe ich. Keine weiteren Fischbestände. Das ist mir neu. Na gut. Okay, aus der Perspektive ist echt wenig Übersicht. Der hat aber immer noch, was er hier nachschickt. Und nachschickt und nachschickt. Gut, der kommt jetzt nicht noch angekrochen. Aber es kommt bestimmt gleich der nächste Angriff. Weil hier sind jetzt wieder ein paar drin und hier. Und da sind sie auch schon. Ich glaube, ich werde das jetzt hier wirklich rausziehen. Oder dann kann ich mehr angreifen, wenn ich die drin lasse, ne? Eigentlich wäre es ja ganz gut, nach einem so einen Angriff dann mal einen Gegenangriff zu starten. Hier sind zum Beispiel jetzt noch zwei drin. Hier sind jetzt auch nicht mehr so viele drin. Hier kommt schon wieder welche. Was wollen sie denn nur immer? Wo kommen die her? Ich greife das jetzt hier an. Mit 8 Leuten.
gucken wir mal. Jo, jetzt kommt der natürlich und greift auch an. Beste. Naja, das sollte ja kein Problem sein für den General. Los, Kinesh, genau. So, jetzt holen wir uns das hier. Komm, wenn wir die auf den Sack gehen. Gut. Naja, seine Generäle waren es offenbar schon. Zumindest jetzt hier in dem Bereich. Da kam jetzt keiner mehr. Und los, haut ihn weg. Dankeschön. Ja, hier, das ist... Ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal fertig. Da ist nicht mehr viel, was da kommt. Denke ich mal. 3. Und los. Ganz am Ende wird wahrscheinlich hier das Hauptquartier stehen, könnte ich mir vorstellen. Und hier so eine Prozession. Ich meine, hier, die müssten noch jetzt genau... jetzt raus sein. Das machen wir auch mal jetzt zu. 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 Das bleibt, das bleibt. So, jetzt haben wir das. Dann das nächste. Ich glaube hier, da... Das wird jetzt noch bis hier hochgehen, könnte ich mir vorstellen. Oh, da kommen noch ein paar hier zur Verteidigung. Oh, hier ist nochmal ein... Großer jetzt, so ein General mit bei gewesen. Ich muss mich erstmal wieder selbst verteidigen hier, glaube ich. Das haben sie geschafft. Also gut. Der General hier irrt so ein bisschen durch die Gegend. Ich glaube, ich werde jetzt dann doch mal das leeren und generell einfach mal hier irgendwo ein Lagerhaus hinbauen. Nein, nicht das. So, an der Stelle vielleicht mal ganz kurz sammeln. Das ist deaktiviert, das ist deaktiviert. Das können wir jetzt deaktivieren. Das haben wir schon. Das auch so, das hier läuft noch. Irgendwie noch grenznah. Das ist grenznah. Da sind 2 Goldmünzen schon drin. Die sind nicht von uns, gehe ich mal von aus. Hier oben müsste mal noch einer hin, der kommt. Okay, und dann können wir erstmal weitermachen. Dann sollten wir wieder ein paar haben.
So, oder? Ich hätte ja insgesamt halt nicht so viele Generäle. 14. Das ist ganz gut. Dafür habe ich auch so ein paar Unteroffiziere. Die sind ja jetzt auch nicht ganz schlecht. Okay. Dann wollen wir mal. Oh, hier können wir nur mit 2, mit 4 angreifen. Das ist ja ein bisschen schwach, ne? Na ja, gut. Machen wir das mal. Können wir zusätzlich noch das angreifen? Aber nur mit einem. So, ich glaube, die wollen hier zur Unterstützung kommen, aber kriegen es nicht gebacken. Ich weiß es nicht. Katapult. Bitte mal 2 da drauf. Das müssen wir erstmal loswerden. Komm. Danke. Ja, da ist es weg. Und das ist das Hauptquartier. Okay. Das können wir jetzt nicht anschließen, leider. Ich hol jetzt erstmal wieder einen Nachschub. Kommen hier welche? Ja, es kommen welche. Da. Das werden jetzt nicht die einzigen sein. Nee, hier vorne sind noch welche. Na gut. Guck mal, da sind wir jetzt ja auch schon fast am Ende. Da werden wir jetzt hier noch so alles einnehmen. Das dann wahrscheinlich noch abwarten, bis es voll ist. Und dann macht man platt. Ich befürchte ja so gerade ein bisschen Angriff hier auf dieses Militärgebäude. Aber es kommt nicht. So, die Herrschaften dürften ja das hier mal auffüllen. Gut, wir jetzt wirklich, wenn wir hier die Türme kriegen könnten, die kann man ja wieder ein bisschen voller machen. Weil dieses kleine Zeug hier, es nervt ein bisschen. Haben wir ja hier 2 Türme, hier ein Turm. Ich denke mal, damit sind wir dann auch ganz gut aufgestellt, um das Hauptquartier anzugreifen. So, hier hätten wir jetzt 4, können wir da drauf geben. Hier kommt noch einer, der geht hier rein. Jetzt werden wir angegriffen. Das sollte doch eigentlich schaffbar sein hier, oder? Komm schon. Ja. Wir holen uns jetzt das. Dann können wir auch das anschließen, denke ich. Oh gut, hier ist wieder ein General. Und der ist immer irgendwie, ich weiß nicht. Du musst schon außenrum laufen. Okay, doch nicht. Geht er wieder rein in seine Hütte? Das ist schon gut, dass wir so viele genommen haben hier zum Angriff. Weil das waren doch jetzt hier wieder 2 Generäle. Das merkt man dann halt auch. Vier sind hier drin. Ist jetzt zum Beispiel die Frage, mit wie viel könnten wir das angreifen? Mit 3. Das wäre mir fast ein bisschen zu knapp jetzt hier. Das hier wäre 4. Ach, naja. Warten wir mal wieder ein bisschen ab. Was noch so passiert.
müsste dann wahrscheinlich mal hier wieder so ein paar Gebäude sperren. Das zum Beispiel. Oh, ich weiß nicht, das nützt mir halt hier so gar nichts, ne? Die Typen, die da drin sind. Das hier muss ich angreifen als nächstes eigentlich. Damit ich dann die Soldaten hier wieder kriege. Aber jetzt werden wir erstmal warten, bis wieder oben alles gefüllt ist. Das ist schon ganz schöner Weg jetzt. Und wahrscheinlich bin ich fertig, ehe das Lagerhaus fertig ist. Um noch davon zu profitieren. Na, hier kommt jetzt eine schöne Kolonne. Das ist gut. Und sie sind eingetroffen. Zumindest die meisten. Was ist mit dem hier? Ach, da passen ja nur zwei rein. Also wir holen uns als erstes jetzt hier drüben diesen Turm. Mit... Ach, gehen wir mit 6 drauf. Wie viel können wir hier jetzt noch drauf schicken? Gehen wir mit 6 hier drauf. Da passt jetzt leider, geht das nicht mehr. Aber dann fehlt uns eigentlich nur noch dieser Turm und diese Wachstube. Und hier oben könnte noch irgendwas sein. Die Wachstube ist besser besetzt als der Turm. Komm, wir müssen jetzt für diesen... Ja. Genau so sehe ich das nämlich auch. So, jetzt müssten die ja endlich mal hier rauslatschen, ne? Ja. So, jetzt haben wir das. Greifen wir den mit 6 an. Und das mit 1, nein. Greifen wir nicht an. Die hatten auch nur einen Katapult. Und das war's dann auch schon, ne? Das ist der Einzige, der da drin ist. Ja, dann holen wir uns noch. Ach, hier ist noch ein Angriff. Angriff eines Generals. Was wird das denn? Und Bergwerk verbrauchen, ja, jetzt ist es eigentlich auch egal. Ja, ne? Dann holen wir uns jetzt mal noch das Teil hier. Dann warten wir ab. Und holen uns dann das Hauptquartier. Und da ist natürlich nochmal ein General drin. Ich meine, hier müsste ja schon langsam die erste Welle kommen, oder? Theoretisch könnten ja jetzt alle, die dann hier nicht mehr gebraucht werden, auch nach unten gehen. Also in das neue Lager. Dankeschön. Jetzt gucken wir mal, was jetzt hier so kommt. Na gut, hier sind ein paar Schwächere jetzt dabei. Das ist ja aber erstmal nicht so dramatisch. Ja, die ersten zischen schon wieder ab. Wie viel können wir jetzt hier drauf geben? 6. Es kommen sogar die Schützen. Nehmen wir jetzt 2 Unteroffiziere drin.
Ah ja. 9. Ich meine, wir müssen eigentlich genug Generäle haben. Hier haben wir 3 Generäle drin. Und auch nochmal 2. Das sind, glaube ich, hier die Unteroffiziere. Der wird ja gleich nochmal zum Unteroffizier aufgestuft. Ja, ich denke mal, das können wir dann wagen. Ich speichere dann nochmal. Und dann greifen wir das Hauptquartier an. Und dann ist das Ding durch. Und das ging dann, ehrlich gesagt, ziemlich fix. Hätte ich nicht gedacht. Ach nee. So, jetzt speichern wir jetzt nochmal hier vor dem Sieg. Und, ach komm, voll alle drauf. Es war schön, was man so sieht. Und dann hätten wahrscheinlich 4 gereicht, wenn wir die überhaupt brauchen. Okay. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und der hat schon 3 gekillt, ne? Und auch leider den 4. nicht. Aber jetzt wird es wahrscheinlich ein Schlag oder so und dann ist er tot. Ja. Und da ist der General. Könnte schon der letzte sein. Ansonsten ist garantiert höchstens noch ein General drin. Oh, der hat sogar noch einen platt gemacht. Und da war der eine Stich. Und das war's. Geschafft. Der Gewinner sind natürlich mal wieder wir mit Octavius. Dann können wir an der Stelle das Ganze auch beenden. Und wir haben diesen Kontinent erobert, obwohl Japan ja nicht wirklich ein Kontinent ist, aber trotzdem haben wir es geschafft. Ich habe es mir tatsächlich ein bisschen schwieriger vorgestellt von den Platzverhältnissen, aber es ging eigentlich doch ganz gut. Also ich muss sagen, grundsätzlich hat mir mein Aufbau jetzt hier wieder besser gefallen als bei Australien. Es lief irgendwie wieder ein bisschen flüssiger durch. Aber grundsätzlich war es jetzt auch nicht so schwer. Ging relativ schnell, muss ich sagen. Und dann bleibt jetzt tatsächlich nur noch ein Kapitel übrig. Nämlich Nordasien. Und das werden wir beim nächsten Mal angehen. Soll ja laut Kommentaren die schwierigste Karte sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bis dann. Tschüss.